Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, hallo, da machen wir Sonntag, den 17. September. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie ich das eigentlich im Oktober machen will, wenn ich 3 Wochen weg bin. Das wird eine strenge Woche. Verdammt. Na okay, machen wir mal. Sonntag, 17. September. Da habe ich noch ein bisschen Zeit, bis dann der Oktober anfängt. Das geht nicht, oder schlecht. 17 ist da. Das heißt, wir könnten den hier hinsetzen. Und den da. Und hatte ich jetzt gerade was gedacht? Was, ja, das würde gehen. Genau, wir bauen einfach drauf los. Dann könnte man den hier auffüllen. Den da. Das war eine gute Idee, verdammt gut. Können wir den hier hin machen und mit dem da hier hinten auffüllen. Und dann hätten wir hier das T. Und was machen wir denn mit dem? Ah, warte mal. Wenn ich den hier reinsetze. Oh, lecker. Sonntag, 17. September. Das ging jetzt aber verdammt lange. Ich bin nicht in der Mitte, aber ich habe nicht geschaut, wo die Mitte ist. Immer dasselbe. Profis, Sonntag, 17. September, irgendwie um die 7 Minuten. Verdammt, zu lange. Zu lange. Dann machen wir jetzt noch das Hintergrundbild für heute, den Sonntag. Wir haben da ja gestern ein bisschen rumgebastelt und so, und es ist nicht wirklich gut geworden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir jetzt machen wollen, weil dann Zoom-Out wahrscheinlich... Wir machen einen Zoom-Out, wir schauen, was er macht damit, aber das hat... in letzter Zeit nicht wirklich so richtig geklappt. Er hat da was gebastelt, keine Ahnung. Nicht so richtig schön. Vielleicht macht das heute ja besser. An einem Sonntag. Naja, nicht ganz, aber schauen wir mal. Er baut wieder Hände. He? Und wollte ich ja gerade sagen, so schlimm sieht es nicht aus, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Immerhin haben wir die Katzen noch da.
Also beim Zoom-Out, ja, eigentlich, ja, der lässt das ja schon in Ruhe, was in der Mitte ist. Oder? Da macht er das Ganze mal schnell groß. Und sehen, so schlimm sieht es gar nicht aus. Es sieht sogar eigentlich recht cool aus. Die Hände hat er, ja, nicht so kaputt gemacht, wie er es sonst macht. Unten links ist die eine Hand ein bisschen komisch. Also die linke Hand von ihr ist komisch. Und auch die Beine sehen irgendwie komisch aus. Oben links sieht man gar keine Hände. Doch, man sieht ein bisschen was, aber nicht so richtig viel. Aber dieser rote Stoff, der da liegt, sieht irgendwie noch cool aus. Ein bisschen farbiger als sonst. Oben rechts ist eigentlich fast gut, die Hände. Komischerweise hat sie den einen kleinen Finger nicht lackiert. Warum auch immer. Und unten rechts, warum nicht, gell? Unten rechts, ja, die Katzen sehen ein bisschen komisch aus, oder? Die Katzen sehen voll hoch aus. Unten links sind die Katzen irgendwie besser, aber die Hände sind da halt komisch. Und sie sitzt komisch da. Oben links sehen die Katzen gut aus. Es ist dann vielleicht fast ein bisschen zu viel rot. Aber unten rechts sind doch die Katzen doch zu hoch. Die sehen ja aus, als ob sie stehen würden oder aufrecht sitzen. Das ist jetzt blöd. Verdammt blöd. Naja, komm. Wir nehmen oben links. Da sehen die Katzen noch am normalsten aus. Es hat schöne rote Rosen, was ja wunderschön zu einem Sonntag passt. Und ja, wir nehmen oben links. Wenn jetzt die Katzen nicht so... oben links. Also, jetzt wieder die obligatorische Frage, welches Bild hättet ihr genommen, gell? Und... ihr könnt mir es einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ihr weiterhin solche schönen und interessanten Videos sehen wollt, folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Und wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Das Thema für das Hintergrundbild nächste Woche ist jetzt ein bisschen spät. Das wird so nicht mehr reinhauen. Und dann möchte ich mich bedanken, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Und wir sehen uns morgen dann zur nächsten Woche. Ciao miteinander.